Wir machen heute etwas Besonderes, denn es ist das letzte Video im alten Jahr, Weihnachten steht vor der Tür und ich nehme Sie mit auf eine Reise zu einigen der schönsten Weihnachtsdarstellungen der bildenden Kunst. Und damit herzlich willkommen im neuen Video. Unsere Reise beginnt mit einer Zugfahrt nach Venedig. Hier befinden sich im Schatten der berühmten Frari-Kirche die Werke eines Malers, der die Kunst revolutionierte. Einer der ganz großen Kunstschätze in Venedig und für mich einer der schönsten Orte überhaupt ist die Scuola Grande di San Rocco, in der ich mich hier befinde. Und das, was für Michelangelo die Sixtinische Kapelle ist, das ist die Scuola Grande di San Rocco für Tintoretto. Hier stoßen wir auf unsere erste Weihnachtsdarstellung. Aber eigentlich beginnt die Weihnachtserzählung ja mit der Verkündigung. Hier zeigt sich Tintoretto als Revolutionär. Statt ins Zentrum rückt er Maria an den Rand des Bildes. In kühner Dramatik stürzt der Engel herab. So hat das vor Tintoretto noch keiner gemalt. Wir nehmen Abschied von Venedig und machen uns auf den Weg zu einem ganz besonders kostbaren Weihnachtsbild, das sich in den riesigen Sammlungen der Berliner Gemäldegalerie befindet. Hier ist alles Staunen und Schweigen. Ein alter König hat seine Krone abgelegt und geht vor einem Kind in die Knie. Die Anbetung der Könige ist eines der ganz wenigen erhaltenen Tafelbilder von Masaccio, der hier seine eigene Zeit ins Bild holt. Die Begleiter der Könige tragen die neueste Florentiner Mode. Wir wechseln das Land, bleiben aber bei der Anbetung der Könige. Diesmal in Stein gehauen. In Apulien, auf der Gargano-Halbinsel, liegt die kleine Abtei San Leonardo di Siponto. Das Portal entstand um 1180 und gehört zum Schönsten, was sich an romanischer Skulptur erhalten hat. Mit langen Haaren und den kostbaren Gewändern huldigen die drei Weisen dem Jesuskind. Genial führt der Bildhauer die Erzählung über die Ecke hinweg und zeigt uns zum Schluss den erschöpften Josef. Wir reisen weiter nach Frankreich, ins winterliche Colmar. Im Unterlindenmuseum berührt mich an der Weihnachtsdarstellung des Isenheimer Altars, mit wie viel Liebe Grünewald das Kinderbettchen des kleinen Jesus darstellt. Und dann ist da noch der unglaubliche Faltenwurf in Marias Gewand und die Leuchtkraft der Farben. Die letzte Station führt uns nach Köln und zeigt, dass große Kunst auch ganz klein sein kann. Im Wallraf-Richartz-Museum lassen wir die Madonna im Rosenhag rechts liegen und schauen uns diese Kostbarkeit an. Ist es nicht großartig, wie das kleine Jesuskind kaum auf der Welt schon perfekt musizieren kann? Es ist eben Gottes Sohn und kein gewöhnliches Kind. Das scheint uns der Maler sagen zu wollen. Ein Künstler, von dem wir nicht mal seinen Namen kennen. Und muss man zu diesen liebreizenden Engeln noch irgendetwas sagen? Mit dieser Einstimmung auf Weihnachten wünsche ich Ihnen nun frohe Festtage. Machen Sie es gut, Ihr Johannes Rauser.